Hallo, wir grüßen euch Tag 2 aus Wien vom Runden Tisch on Tour. Ihr könnt sehen, hinter mir ist eine große Demo. Die Österreicher, wir haben es ja gestern schon gesagt, die geben richtig Vollgas, die haben keine Lust auf diesen Irrsinn. Wir sehen überall Plakate, kein Great Reset, keine Impfpflicht und dergleichen. Vor allen Dingen, was wir interessant finden, dass es auch hier auf den Demos offensichtlich die Auflage gibt, FSP2-Masken zu tragen, wie teilweise bei uns auch. Aber ganz viele Leute machen das einfach nicht. Die stehen da in der Menge und machen das nicht. Wir haben das natürlich auch nicht gemacht. Gestern Abend bei der anderen Demo in Wien, die war da hinten, war so ein bisschen partymäßig gemacht. Da hat die Polizei dann diese gesamte Truppe so ein bisschen eingekesselt, diesen ganzen Bereich. Und als wir rausgegangen sind, sind wir natürlich gekascht worden. Aber wir haben gesagt, wir tragen keine Maske, Blödsinn draußen. Kriegen wir eine Anzeige, haben wir gesagt, okay, zeigen Sie uns an. Wir legen Widerspruch ein, zahlen tun wir sowieso nichts. Aber man kann mal sehen, Manu, komm mal vor. Film mal in die Menge rein, komm mal vor, Manu, film mal ruhig in die Menge rein. Da kannst du mal sehen, wie viele Leute hier sind. Hier ist richtig was los. Und das macht Spaß zu sehen, wie die Österreicher kämpfen und sich gegen diesen absoluten Corona-Irrsinn auflehnen. Die Polizei können wir uns auch mal angucken, wenn du möchtest. Die sind da hinten. Geh mal einmal rum. Das ist dann an der anderen Seite. Da hat die Polizei sich positioniert mit einer großen Einheit. Film mal einmal kurz, einmal rein. Wobei ich aber sagen muss, ist okay, Manu, reicht, ist gut. Wobei ich sagen muss, dass die Polizei hier in Österreich für meinen Geschmack nicht so aggressiv war wie in Deutschland. Stellenweise waren die sogar recht höflich. Die haben mich dann gefragt gestern, mit dem einen Polizisten habe ich ein bisschen diskutiert, ob er den ganzen Quatsch gerne mitmacht und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, wer ist denn die Dame an ihrer Seite? Gehört die zu Ihnen? Habe ich gesagt, ja, die Dame ist, die gehört zu mir, wir machen das jetzt zusammen. Das hört man von einem Polizisten in Deutschland sicherlich nicht. Also der Umgangston ist hier noch ein bisschen anders. Aber Manu, mach nochmal die Truppe. Das sieht, finde ich, klasse aus, die Leute hier. Und ja, Widerstand ist Pflicht. Widerstand ist wichtig, damit der ganze Schwachsinn irgendwann ein Ende hat. Denn, und da bin ich von überzeugt, die werden den Fuß langsam vom Gas nehmen. Und im Mai, Juni, Juli wird es vielleicht wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt rufen sie Widerstand, Widerstand. Das finde ich klasse, das finde ich gut. Ich gehe mal davon aus, Österreich wird weiter aufdrehen. In dem Sinne, wir sehen uns später zum runden Tisch. Die Manu wird auch noch gleich was sagen. Bis gleich, macht's gut, tschüss. So, die Polizei macht jetzt eine zweite Reihe auf. Ich bin jetzt mittendrin. Die sind etwas nervös, weil das ganze Volk hier einfach auf Richtung Polizei zuläuft und sich vor die Polizei stellt, demonstrativ, und die anbrüllt. Hört euch das mal an. Das läuft also völlig anders ab als in Deutschland. Hier ist die Polizei irgendwie die getrieben werden. Und das Volk baut sich da einfach auf und filmt die und tut und macht. Das habe ich so in Deutschland noch nicht gesehen. Das ist total anders.
Keine Ahnung, wie viele das sind, aber hier ist irgendwie alles voll von Leuten. Das werden schon etliche Tausend sein. Auf mehreren Plätzen parallel läuft das irgendwie hier ab. Und hier kommt wieder dieser Mega-Truck, wo vorne auch ganz klar drauf steht, Hände weg von unseren Kindern. Hört euch die Stimmung hier an. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Mega. Mega gute Stimmung. Die Österreicher haben wieder voll Bock auf ihr freies Leben. Wir alle. Super. Eine super Stimmung, guckt euch das mal an, was hier los ist. Mega, so toll hier zu sein. Klasse, so muss das sein. Solange das Auto reicht. Menschenmassen, ganze Straße voll. Super. Jetzt gehen wir schnuster. Super Stimmung! Klasse! Echt toll, dass wir dabei sein dürfen! Mega! Die Österreicher, die geben absolut Gas! Ich muss sagen, ich bin wirklich tief, tief beeindruckt, was die hier organisieren und wie sie das hier regeln! Und nochmal, alles Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die einfach die Schnauze voll haben von diesem ganzen Schwachsinn, der hier läuft. Danke, danke. Der runde Tisch ist auch in Österreich bekannt. Wir werden ständig angesprochen von Leuten, denen das gefällt. Und wir sagen denen, Leute, was uns gefällt, ist, wie ihr das hier umgesetzt bekommt, euren Protest. Und das ist der absolute Hammer. Mega, mega, mega. Und vor allen Dingen, guck mal, wie wenig Leute eine Maske tragen. Immer mal wieder welche zwischendurch eine aufhaben. Aber ich würde sagen, die meisten Leute tragen keine Maske. Die scheißen da einfach drauf. Genauso, wie wir auch drauf scheißen. Ungefähr so, wie auf diesem Plakat. Steckt euch eure Maske und eure Impfung einfach schön tief in den Arsch rein. Im Übrigen, da geht da hinten noch weiter, wollte ich nur mal so sagen. Ich sehe da kein Ende. So, hier kann man das immer schön sehen.
Neuwahlen statt Fake-Zahlen, sehe ich da auf dem Schild. Kann ich nur so unterstützen. Und da jetzt nochmal die Frage, auch an den Verfassungsschutz und an diese ganzen Idioten. Leute, sieht das hier nach rechts, rechts, Nazi, Nazi aus? Also ich finde, das sieht nach ganz normalen Leuten aus. An unsere Polizei, das Kommando der Fit von der 43 Todesstrafe gleichen. Ich hoffe, ihr taugt die Musik. Wenn ihr irgendeine Musikwunsch habt, dann sagt es mir, ich spiele für euch. Bleibt alle sauber, wir auch, und man, machen wir los, mal kochen. Yeah! Vielen Dank an die Polizei. Thank you.
Die Kasse lassen!